So, Freunde, wir kommen zur Triggerübung für den Gluteus Medius. Ganz kurz nochmal zum Hinweis, der Gluteus Medius ist hauptsächlich zuständig für die Hüftaußenrotation und teilweise auch für die Abduktion im Bereich der Hüfte. Wie findet ihr den? Geht mal hier vorne an hier ans Becken dran. Da könnt ihr jetzt mal gerne mit dem Zeigefinger dran fassen und dann geht ihr mal, wandert ihr mal mit eurem Daumen hier, genau, das ist bei so Hosen immer ganz gut, da ist man entlang dieses Bundes eigentlich ganz gut. Wandert mal hier so hinten auf die Rückseite des Gesäßes, dort drückt ihr jetzt mal mit Zeige und Mittelfinger drauf oder mit dem Daumen und jetzt führt ihr eine Hüftaußenrotation durch, das heißt, euer Fuß kommt hier nach außen. Das Ganze geht natürlich nicht super aus dem Fuß, das heißt, es muss die Hüfte arbeiten und ihr könnt gerne auch eine Abduktion. Im Optimalfall vielleicht sogar mit gestreckten Beinen, genau. Und jetzt sollte euch hier ein Muskel entgegenkommen. Und in diesem Bereich möchtet ihr jetzt mit dem Triggerding arbeiten. Ich finde hier am passendsten den Chubby Boy, weil es schon sehr intensiv sein wird. Setz dich am besten mal auf die Matte. Und den Bereich, den du eben mit dem Finger hattest, möchtest du jetzt erwischen. Das heißt, leg dich gerne mal einfach ab. Auf den Rücken. Ich würde sagen, wir fangen auf jeden Fall im Rücken an. So kannst du es am besten kontrollieren. Und jetzt kannst du das Triggerding dir ganz leicht einfach nur an die Seite schieben und kannst dich so Stück für Stück ranarbeiten, genau indem du das Bein ganz kontrolliert nach außen fallen lässt. Das heißt, du kannst wirklich im Endeffekt anfangen, ganz hier außen und so wirst du noch nicht so viel merken und kannst dann das Triggerding immer Stück für Stück mehr hier hinschieben und dann schön in dem Bereich arbeiten. Was du jetzt machen kannst, das wird dann natürlich um einiges intensiver, ist das Bein noch ein bisschen heranziehen. Du kannst das Bein strecken und so dich ein bisschen an diesen Bereich rantasten. Hältst dann diese Position. Genau. Und kannst jetzt hier schön muskulär mit dem Triggerding arbeiten. Haltezeit würde ich definitiv 30 bis 45 Sekunden empfehlen. Und wenn du erstmal diesen Punkt erwischt hast und 30 bis 45 Sekunden gehalten hast, kannst du dann wieder durch die Bewegung, also durch nochmal das Knie nach außen zu führen, nochmal die Intensität variieren und erhöhen.